Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Zwilling. Mein Name ist Zio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde wie immer nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird und für die jeweilige Situation hilfreich ist. Ich schaue jetzt rein, was aktuell bei dir los ist, welche Blockaden, welche Hürden zeigen sich, denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Welche Anregungen hat das Universum für dich, um deine Situation zu verbessern? Und natürlich wagen wir auch einen Blick in die Tendenzen. Was kann als nächstes erwartet werden? Gibt es Kurskorrekturen, die du in Betracht ziehen sollst? Wir werden uns jetzt einfach mal überraschen lassen. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Es geht hier um eine gewisse Geschwindigkeit auf deiner Ebene. Irgendwo, also jetzt aktuell geht es um irgendetwas, wo schnell gehandelt wird bzw. werden soll. Du weißt, worum es geht. Also hier ist sehr viel Aktivität zu sehen, bzw. sollte man hier aktiv sein. Also hier geht es um irgendetwas. Es ist eine schicksalhafte Phase, in der du dich befindest. Das kann man hier auch sehen, aber es zeigt sich hier auch ein gewisses Leiden an. Also irgendetwas ist hier im Argen. Ich weiß, ich habe vorhin noch eine Karte dazu geholt, die wollte noch mit und ich war mir nicht ganz sicher und ich habe dann beschlossen, ich nehme sie mit. Also hier geht es, wie gesagt, um irgendetwas Schicksalhaftes und auch um irgendein Leid. Und ich vermute, es geht dir auch darum, dass dieses Leiden hier verschwinden soll. Offenbar ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen. Von außen betrachtet hast du hier neue Energie bzw. zeigen sich hier neue Impulse. Auf irgendeine Art und Weise hast du dich hier neu erfunden. Du bist ja auch als Zwilling, hast du auch eine gewisse Vielschichtigkeit und die scheinst du jetzt gerade auch sehr zu nützen. Wir schauen jetzt mal rein, was sich in den Blockaden zeigt. Das ist immer sehr interessant, denn dann wissen wir auch, wo hakt es gerade. Und da sehe ich, dass offenbar eine Fremdeinwirkung von außen stattfindet, also irgendjemand ist hier nicht sonderlich freundlich zu dir. Könnte sein, dass dir diese Person natürlich ins Gesicht lächelt, aber einfach Dinge sagt, die sehr unangebracht sind auf eine gewisse Art und Weise, also negative Komplimente beispielsweise. Ein Hinweis darauf, wer diese Person sein kann, ist immer, du fühlst dich erschöpft, nachdem du diese Person getroffen hast, irgendwie. Möchtest du diese Person nicht unbedingt sehen oder du hast immer das Gefühl, dass du so viel geben musst, wenn du diese Person triffst? Also du hast das Gefühl, dir wird hier irgendwie die Energie abgesaugt, nur dass du hier ausfindig machen kannst, wer das hier ist. Und dann sehe ich, hier geht es auch um irgendetwas, was du machen möchtest, wo hier offenbar noch der letzte Funke fehlt oder noch ein gewisser vielleicht auch Mut. Das könnte jetzt natürlich direkt in Zusammenhang stehen mit dieser Fremdeinwirkung, mit dieser Person, die hier irgendwie negative Kommentare in deine Richtung ablässt, also irgendwie dich runterspielt, dass dir hier vielleicht irgendwie der Mut verloren gegangen ist, es zu wagen, was auch immer das ist. Und das Universum möchte hier offenbar ganz dringend, dass ich dich hierauf aufmerksam mache, denn es gibt hier anscheinend irgendein Vorhaben, irgendetwas, was du machen möchtest und
Jetzt traust du dich offenbar gerade nicht. Ich sehe hier auch, dass dein Umfeld gerade sehr viel Kraft braucht, dass hier sehr viel Kraft von deiner Seite verlangt wird. Das kann jetzt natürlich sehr gut hier, das passt hier natürlich auch sehr gut zusammen, denn wenn hier jemand ist, der so negativ einwirkt, der hier Kommentare ablässt, die hier nicht angebracht sind, die auch nicht sonderlich höflich oder hilfreich sind, dann ist es natürlich klar, das nagt an einem und braucht viel Kraft. Du kannst es natürlich stemmen, das sehe ich auch, aber vermutlich ist es hier besser, die Energie dann an dem entsprechend anders einzusetzen, denn hier geht offenbar viel zu viel Energie drauf. Du wirst vermutlich wissen, worum es hier geht, und du hast hier aber einen guten Flow jetzt am Anfang. Das heißt, du bist vermutlich hier in dieser Legung gelandet, weil wir hier, weil du hier die ein oder andere Blockade auflösen sollst, damit das hier gut weiterläuft. Und damit auch dieses Leiden hier verschwindet. Jetzt sehe ich hier, und das ist anscheinend diese Woche ein großes Thema, ich habe auch jetzt hier in dieser Legung den Hinweis darauf, also die bisherigen Legungen, es geht hier um Hilfe bzw. Einen guten Freund, Freundin aufzusuchen, sich auszutauschen, jemand, der eine beruhigende Energie auf dich hat, wo du dich wohlfühlst, wo du dich behütet fühlst, wo du dich auch verstanden fühlst, wo du auch sehr tiefgründige Gespräche führen kannst. Es liegt hier schon sehr direkt in Verbindung mit dieser Person, die dich herunterspielt. Also vermutlich wäre es auch eine Idee, über diese Situation zu sprechen. Das ist auf jeden Fall jemand anderes. Das ist eine ganz andere Person, eine Person, ja, wo du ein angenehmes Gefühl hast, wenn du Zeit mit dieser Person verbringst. Und hier ist es eben sehr, hier könnte es für dich hilfreich sein, ein Gespräch zu führen, beziehungsweise diesen Kontakt wieder mehr zu pflegen, also dieser Person mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da dir diese Person auch gut tut. Und das führt dich dann nämlich wirklich zu einem Neubeginn hin, wo dir hier einiges klar werden dürfte, also wo hier auch ein Beginn, ein Neubeginn stattfinden kann, ohne dieses Leiden, ohne diesen unangenehmen Gefühlen, die wir hier eben haben, hier bei der Ausgangssituation. Dann haben wir auch hier einen Hinweis vom Universum. Du bist als Zwilling üblicherweise multitaskingfähig. Hier gibt es einige positive Dinge in deinem Leben, die für dich lukrativ sind. Das muss jetzt nicht zwingend alles mit Geld oder materiellen Gütern zu tun haben, aber die sich für dich wie ein Gewinn anfühlen. Und diese Dinge sollst du jetzt auch aktiv pflegen. Das sind Dinge, wo du dich leicht fühlst, wo du dich reinfühlst auf eine gewisse Art und Weise, und Dinge, wo du auch das Gefühl hast, da kommt etwas zurück oder da wächst etwas. Und da gibt es anscheinend einige Sachen, die hier gepflegt werden wollen. Hier geht es anscheinend auch darum, dass diese eine Sache, die du hier gerne machen möchtest, wo du an sich eigentlich auch ein Ja hast vom Universum, wenn du so möchtest, also das ist hier schon auch ein gewisses Zeichen, auch das könnte dir hier, das könnte diese Blockade hier, das fallen lassen, dass du das hier dann auch machen kannst. Zusätzlich, und das finde ich wirklich toll, zeigt sich hier in der Tendenz, dass durch dieses Pflegen von diesen Dingen, die dir, die für dich ein Gewinn sind, durch dieses Machen, durch dieses Tun, wird dir hier auch auffallen, werden dir unechte Dinge auffallen in deinem Leben, beziehungsweise oder unechte Situationen,
unechte Verbindungen, Sachen, die vielleicht eine gewisse Art von Hirngespinst, ich sage das hier mit Vorsicht, dieses Wort, sind, also oder Dinge, wo dir etwas vorgemacht wird, wo dir jemand etwas vorlügt, vielleicht auch. Hier hast du hier einen sehr guten Reality-Check durch diese durch dieses Pflegen von Dingen, die dir wirklich, also wo du auch jetzt schon weißt, das tut dir gut, das fühlt sich gut an, da hast du das Gefühl, da ist ein Wachstum, da kommt was rein, da wird dir dann sehr, sehr viel klar werden. Das kann natürlich auch im ersten Moment immer ein bisschen unangenehm sein, aber du kannst dann eben im Zuge dieses Neustartes offenbar hier, das ist das, was als nächstes höchstwahrscheinlich kommt. Tendenzen sind immer Wahrscheinlichkeiten, hohe Wahrscheinlichkeiten, also Achtung. Aber das nächste, was hier kommt, ist auch, dass du im Zuge von diesem Neustart, diesem leichten Neustart hier sehr viele Dinge ganz automatisch auch loswerden kannst. Und dann sehe ich hier auch einen weiteren Hinweis vom Universum, was jetzt wichtig ist zu tun, ist sich diesem Hinterhalt oder Betrug, also der sich hier jetzt gerade ereignet, den wir hier in den Blockaden sehen, also dieses manipulative Verhalten auch, was dich hier irgendwo klein halten soll, das auch aktiv anzusehen. Was wird hier gesagt? Stimmt das überhaupt, was hier gesagt wird? Ist das die Wahrheit? Diese Fragen solltest du dir unbedingt stellen, denn dann wirst du sehr schnell merken, dass diese Energie, die du hier aufbringst, dass du die hier gar nicht mehr aufbringen möchtest. Du wirst hier dann sehr leicht loslassen können. Und ich sehe hier auch, was das Umfeld betrifft, dass hier eine Regenerationsphase kommt, eine Erholungsphase, wo hier einiges verarbeitet wird. Also das ist das Nächste, was hier kommt, wo es dir auch besser geht. Also auch eine gewisse Ruhe im Umfeld, die hier einkehren soll, wo du hier mehr Kraft aus dem Umfeld schöpfst, als dass dir hier abgezogen wird. Also diese Aussicht finde ich auch sehr, sehr schön. Hier kommt einiges in die Klarheit für dich, mein lieber Zwilling. Denk daran, diese Person auch aufzusuchen aus deinem Umfeld. Hier auch mehr den Kontakt zu pflegen. Das tut euch offenbar auch beiden gut. Also das ist nicht nur eine einseitige Verbindung, aber diese Verbindung bringt hier viel Ruhe rein. Und je mehr du solche Menschen beziehungsweise also Menschen aufsuchst beziehungsweise Dinge machst, die dir gut tun, desto mehr kommt dann auch in dein Leben. Die Tendenz finde ich sehr, sehr schön. Ein leichter Neustart und diese Schwere, dieses Leiden soll hier auch rausgehen. Ja, mein lieber Zwilling, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch gleich die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denk immer daran. Manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.